Komm noch mal her mit der Kamera. Also alle anderen hatten warmes Wasser. Hier sind Minusgrade, hier sind bestimmt nachts. Wie viel Grad sind hier? Wie viel Grad sind hier nachts? Wenn es regnen würde, schneiden sie hier. Ja, klar. Ja, also es ist minus 10, 15 Grad. Minus 10 Grad sind hier mindestens nachts und ich gehe auf mein Zimmer, bei mir ist arschkalt, ich kann den Atem sehen und meine Heizung funktioniert nicht, meine Wärmedecke, also die Zimmer sind ja auch ausgeschaltet mit Wärmedecken, die ist bei mir auch kaputt. Dann gibt es bei mir kein heißes Wasser, das heißt, du stehst auf, bist gerade so in den 4 Stunden, in denen du schlafen konntest, weil du dich eingezittert hast in Schlafreihen, stehst du auf. Und es ist arschkalt, es sind minus 10 Grad im Zimmer und dann musst du diese klatschnasse in diese Dusche steigen und da kommt nur kaltes Wasser raus. Damit hab ich das wieder verdient. Ich kann das nicht. Oder mit nassen Dreadlocks aus dieser, in diesem kalten Bad und jedes Mal läuft das wie so ein Strohhalm hier raus, das Wasser am Rücken lang dann kalt und und ich war die ganze Zeit warm. Leute, ich möchte hier keinen mehr sich beschweren hören. Ey Tom, ansonsten hast du es gerade verstanden? Bei Großmutter funktioniert die Heizung, ja. Bei uns drei nicht, wir sitzen alle in einem Boot. Ja, du hast aber warmes Wasser und deine Heizdecke, die habe ich auch nicht. Ja gut, okay. Warmes Wasser habe ich wenigstens, ja. Na, du musst aber den roten Knopf aufdrehen, ne? Ja, oh Tom, dann kannst du aber bei mir duschen, wenn du willst. Ja, und dann laufe ich kurz vor dann an den Boden. Bei mir eine Kamera gewesen im Zimmer. Ich mit meinem, wir hatten so eine komische Unterwäsche an, irgendwie. Und bin ich mit so einem kompletten Anzug irgendwie schlafen gegangen, mit so dicken Wollsocken und Wollmütze. Und dann habe ich mich ins Bett gelegt und da hat schon meine scheiß Wärmedecke nicht funktioniert. Und dann wurde es dann irgendwann nach 2 Stunden dann endlich unter der Decke mal warm. Und dann stehst du morgens auf so. Und es ist noch dunkel draußen. Und es ist arschkalt. Das zieht wie Hecht so bei den Dingern. Und dann gehst du in. Unter die Dusche, da kommt da so lauwarmes Wasser raus. Oh, das klingt gut. Du hast nicht mal die Spiegel beschlagen und dann machst du Wasser an und musst dir dein Gesicht waschen mit eiskaltem Wasser. Mit eiskaltem Wasser. Ich hab nichts mehr gespürt. Bei mir war alles so blau schon. Ich hab gedacht, ich spinne, ey.